Ja gut, ich denke, damit haben wir das hier alles aufgeklärt. Ja, das Gute an den Feuerriesen ist, sie geben gute Erfahrungspunkte. Und geben auch immer wieder Heiltränke, dass man sich hochheilen kann. Also ja, ganz ehrlich, zum Leveln ist es hier gar nicht schlecht. Vor allem, um Emo in höher zu bringen. Ich ehrlich gesagt, ich muss endlich mal gucken, was die Max-Level-Beschränkungen sind für die Charaktere. Weil das gibt's ja auch im Internet, so eine Tabelle. Und das würde mich auch mal brennend interessieren. Agatha Lisa hat schon ein recht hohes Level, muss ich sagen, mit 4 und 6 von 24. Oh je. Yeah. Hilfe. Zeit aufzubrechen. Ja? Da sollten wir lieber alles rausholen, was wir haben. Noch verbesserte Hast vielleicht auf Keldon. Ja. Und wieder rein da. Was kann ich tun? Ich warte. Führt mit Jawohl, wie ihr wünscht. Ja, die Pflicht ruft. Ich verstehe das. Minsk und Bo. So. Okay. Oh, die haben sogar konzentrierte Heiltränke dabei. Und Verwundbarkeitstränke. Noch ein konzentrierter, was ist das? Ein Zauberschild. Und noch ein Unverwundbarkeitstrank. So. Das hat geklappt. Gut, dann kriegst du den Zauberschild. So.
Wie gesagt, wir müssen mal gucken, dass wir handeln. Alles soweit gut. Dafür wäre die Tasche eigentlich nicht schlecht als Munitionsbehälter. Oder auch nicht, weil jede Kugel einzeln zählt. Ja. Gut, wir sind in Yagashuras Wohnung. Diesmal zur Abwechslung etwas größer, wahrscheinlich voll mit Feuerriesen. Und fallen. Die goldene Sphäre glüht vor jetzt auf. Ihre Oberfläche ist deutlich das Symbol des Hammers zu erkennen. Ihr könnt es berühren, wenn ihr wollt, auch wenn ihr aller Voraussicht nach anfangen werdet zu brennen. Als ihr die unvorstellbare heiße Oberfläche der Sphäre berührt, erstand das Symbol des Hammers in hellem Glanz. Auf nahezu erforderliche Weise. Das Symbol leuchtet auf und erlischt dann wieder. Okay, wir bräuchten einen Hammer hierfür. Ja, sie durch die Lava gehen lassen. Geht klar. Was ist auf der? Die goldene Sphäre glüht vor Hitze auf ihrer Oberfläche, ist deutlich das Symbol eines Schildes zu erkennen. Ihr könnt es berühren, wenn ihr wollt, auch wenn es aller Voraussicht nach anfangen wird zu brennen. Ja. Und erlischt danach wieder. Also gerade, wenn ich hier drauf gehe, kriege ich auch Schaden? Nö. Also nur der Lavafluss in der Mitte macht mir wirklich Schaden. Los, spuck es aus. Ja. Nein, das lasse ich nicht auf mir sitzen, tut mir leid. Ja. Oh, sie hat schon Lebenskraftentzug, merke ich gerade. Ja? Wie lange hat sie den denn eigentlich schon? Das heißt, sie sind auch Zauberflöten gegangen, oder? Ja. Spiegelbild, da nichts. Kugelblitz. Besser der Hast. Hier ist ziemlich viel verloren gegangen und hier auch. Abscheulicher Ausdruck, nur Machtwort tot war das hier. Noch ein spezieller Feuerball, das da, Finger des Todes. Wobei, ich nehme zwei Finger des Todes, so. Keine große Herausforderung. Okay, okay. Verstanden. Die Treppen selber kann ich irgendwie nicht anklicken. Ich warte. Los, schön. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, auf der anderen Seite ist auch noch irgendwo eine Falle, oder? Geht klar. Ach, das hier sind Treppen für Riesen, das hier für normale Menschen. Okay. Folgt mir, wenn ihr es wollt. Ist was? Okay, okay.
Da sind Treppen hoch. Meine Beine tun mir weh. So viel bin ich noch nie in meinem Leben gelaufen. Da ist ein Riese. Bitte eine kleine Rast einlegen. Hi Riese. Riesen. Stimmt, Kreatur. Und nähre die Erde, wo immer ich kann. Ihr zeigt mir was. Wow, wow, wow. Was ist das? Ein Titanit. Also das war jetzt... schon recht knapp. Ja, ich sollte auch irgendwann mal nach Saradush zurückkehren. Ein stinkendes Loch des Bösen. Zeit aufzu. Aber jetzt wäre es vielleicht mal das Klügste, mich nochmal ins Einsprengsel zurückzuziehen und zu rasten. Und ja, ich werde im Einsprengsel immer rasten. Weil es da wirklich sicher ist. So, wieder zurück. Bitte da, wo ich herkam. Was möchtet ihr? Ja, kein Problem. Okay, hier ist nur ein... Schädelschutzstein. Oh, fuck. Ihr könnt euch auf mich. Meine Waffe ist völlig. Nächstes Mal. Ich muss wohl was anderes ausprobieren. Los, spuck es aus. Ich muss wohl was anderes ausprobieren. Auch also hier lang? Ja. Meine Waffe ist völlig wirkungslos. Nicht mal ein Kerzer. Magiegolem, okay. Moment, wenn er aus Magie besteht. Ist was los? Meine Waffe hat keine Wirkung.